Heute war ein richtig, richtig schöner Tag, weil heute haben Frau Joost und Jan Wölke gegrollt. Man denkt erst, das ist was Negatives, aber in Wirklichkeit müsste das die Vergangenheitsform von Grillen sein. Grillen, grollte, gegrollt. Und nun sitzen wir hier und lassen den Abend bei etwas Sonnenschein ausklingen, weil morgen soll es schon wieder Bewölkung und Regen geben. Das ist nicht so schön. Aber wir hatten jetzt so viel Sonnenschein. Das ist okay, glaube ich. Sieht man eigentlich, wie braun ich geworden bin? Ich habe mir sagen lassen, dass die Bräune hier in Island, die man ja nicht so oft kriegt, weil die Sonne nicht so super viel scheint, dass die Bräune dafür aber bleibt. Es ist wirklich faszinierend. Also der Sommer in Island ist recht frisch, wenn wir nicht gerade schöne Sonnentage haben, so wie heute. Und das ist einfach unglaublich, wie lange das hell ist. Es wird gar nicht richtig dunkel. Fast gar nicht. Vielleicht so 2 Stunden so ein bisschen dunkel. Zum Party-Nacht durchmachen richtig geil. Wir sind heute hier zu unserem ersten Interview verabredet mit Harpa Fenn. Die spielt heute hier und gestern haben wir sie kennengelernt und gleich mal verhaftet. Wollen wir mal gucken, was sie uns erzählt, wenn sie denn kommt. Das steht noch so ein bisschen in den Sternen. Wie das hier ist mit der deutschen Pünktlichkeit, weiß man nicht. Ja. Andere Länder, andere Sitten. Wir haben jetzt einen Termin gemacht mit ihr, das ist richtig klasse schon mal. Jetzt müsste man nur noch vorher das Wo genauer definieren, weil anscheinend werden Termine nicht so ernst genommen wie bei uns. Stinksauer. Stinksauer, hier guck mal, hier. Alles Fragen hier vorbereitet. Voll interessant, voll viel recherchiert. Ja. Nützt alles nichts. Stinksauer. Jetzt müssen wir uns hier so ein Konzert angucken und machen wir das danach. Knallhart. Ich zeige euch mal, was ich gesehen habe. Das ist wirklich schrecklich. Das ist ein Pferd. Oder 2. Vielleicht auch 3.
Hi. I am so sorry. Oh, I just take a seat. Oh my God. I went to yoga and then I went home and I was so late for everything. Doesn't matter. Oh. Here. Anywhere. And then anyway. The bar guys told me, Ashba, I think some people are waiting for you outside in Beanie for an hour. And I was like, oh. Hi. 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 I live by the shadows. I see how they shine. Which makes it about 10 a.m. where you are, and I'm already missing you to death. It feels like I've started to repeat myself. I'm getting on an aeroplane again, worrying about money and missing my friend. Okay, nochmal. Komm, jetzt ernsthaft. Wie soll ich das machen, wenn du da sitzt mit deinem Slip auf dem Kopf und dann noch gackerst? Das ist eine Schlafmaske. Das ist meine Schlafmaske. Wunderbar. Also da, das hätte ich mir im Traum nicht einfallen lassen können, dass das nochmal zum Einsatz kommt. Dieses heiße Gerät, das ich auf der Nase trage. Über den Augen. Also ich werde es heute Nacht auch wieder anziehen. Besprochen. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass... Das kann doch nicht sein. Kann ich meine Schlafmaske aufsetzen? Warte, ich setze meine Schlafmaske auf. Okay. Ich sehe nicht, ob ich... Doch, ich filme nicht. Okay. Ich möchte noch mal... Ich kann nicht. Du musst. Du musst dich zwingen, wie Loriot jetzt sagen würde. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass Madeline sich sehr viel Mühe gibt beim Verfassen unserer Reiseberichte. Und es kann demnach nicht sein, dass ihr nicht auf unsere Internetseite geht. Jetzt lacht sie schon wieder. Ich war doch fast soweit. Ja, okay, nochmal. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass Madeline sich sehr viel Mühe gibt. Hör doch mal auf jetzt. Ich möchte noch mal... Jetzt bist du albern. Hallo, wir brauchen jetzt schon 4 Minuten. Jetzt mach doch mal. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass... Bla, 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 bla. Okay. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass Madeline sich total viel Mühe gibt. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass Madeline sich total viel Mühe... Oh, Mann! Immer wenn du meinen Namen sagst, muss ich lachen. Du sagst nie meinen Namen. Vielleicht liegt das daran. Vielleicht kannst du anstatt Madeline Piep sagen. Kann nicht sein, dass der Kameramann seine Show über die des Schauspielers stellt. Ja. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass Madeline sich total viel Mühe gibt im Verfassen unserer Reiseberichte. Und es wäre mir doch wirklich sehr am Herzen gelegen, dass da mal raufgeschaut wird und das mal gelesen wird. Weil anscheinend funktionieren die Menschen nur noch visuell, klicken auf irgendwelche Videos oder Bilder, meistens von Katzen oder Hunden. Oder einer fällt hin. Aber wir machen total interessante Sachen und dieses Geschriebene ist lesenswert. Reingucken www.sound-tracking.com/blog. G. Blog mit G. G wie geil. Nee.
hinten macht er nicht irgendwie. Warum? Warum pfeift er so, weil ich irgendwas nicht richtig zugemacht habe, ne?